Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu 21 Tage schnell und effektiv abnehmen. Heute mit Tabata. Wir wollen heute uns so richtig auspowern. Also wenn du Lust hast, du kannst immer so mitmachen, wie du dich wohlfühlst. Wir werden immer 20 Sekunden lang in Belastung sein. 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, das Ganze 8 Mal mit einer Übung. Dann haben wir so ein bisschen Lockerungsphase und dann kommt die nächste Übung. Das Ganze wieder 8 Mal, dann die nächste, dann wieder Pause und dann wieder 8 Mal. Und das Ganze mit 4 verschiedenen Übungen. Also gib Vollgas, wenn du möchtest. Der Herr Tabata hat herausgefunden, dass kurze, wirklich heftige Intervalle sehr effektiv sind und den Körper sehr gut trainieren und wir dadurch natürlich auch so richtig Fett verbrennen können und auch viele Schritte machen, große Muskelgruppen stärken, die dann noch im Alltag viel Energie verbrauchen. Und jetzt machen wir uns aber etwas warm. Und dazu rollst du deine Füße von der Fußspitze auf die Ferse mal ab, lässt hier ganz locker. Aktivier deine Körpermitte, zieh den Bauchnabel sanft nach innen. Also wie gesagt, du musst nicht springen, wenn wir springen und du willst keine Sprünge machen, dann ist alles gut, dann mach es einfach ohne. Und wenn wir auf den Boden gehen, dann zeige ich dir auch Alternativbewegungen. Lass die Schultern jetzt nach hinten kreisen. Werde etwas größer, Ellbogen. Werde wieder kleiner, Schultern. Lass deine Schultern ganz tief und geh am Platz richtig wegdrücken, deine Füße vom Vorderfuß über die Ferse abrollen. Dann ziehst du deine Knie hoch im Wechsel, rechts und links. Nimm deinen gegenüberliegenden Ellbogen gleich in Richtung Knie. Noch einmal nur die Knie hoch und nochmal gehen. Und während du jetzt gehst, nimmst du deine Finger, kreuzt sie und machst deine Handgelenke auch so ein bisschen weich, locker durchbewegen. Nochmal lösen, ausschütteln, einatmen. Ausatmen, nochmal einatmen, lang werden, dich in alle möglichen Richtungen durchdehnen, so ein bisschen aufgewärmt. Sehr gut, ruhig nochmal richtig schön durchbewegen. Ich zeige dir jetzt gleich mal die erste Übung und zwar mache ich die seitlich mit dir. Du kommst, locker dich aus, beweg dich noch ein bisschen weiter, ich zeige es dir jetzt erstmal. In einen breiten Stand, komm mit ganz geraden Rücken tief, Hände nach unten. Und jetzt kannst du rechts, links nach hinten treten, in die Liegestützposition. Wieder nach vorne, kannst dich abstützen, aufrichten. Du kannst aber auch tief kommen, zurückspringen, nach vorne springen, hochspringen. Das entscheidest du, wie du das machst. Wichtig, möglichst geraden Rücken, Hände spreizen. Und hier in einer Linie sein. Und wenn du wieder vorkommst, Rücken gerade und hoch. Bist du bereit? 8 mal 20 Sekunden Ganzkörpertraining. Du siehst schon, ich komme jetzt schon aus der Puste. Bist du noch in Bewegung? Ich starte uns den Piepser und dann kann es losgehen. Und das Ganze in deinem eigenen Tempo. Also auch in deiner Variante. Hopp, hopp. Ich mache einmal so mit und einmal dann ohne Sprung. 10 Sekunden. So, zweite Runde, ganz wie du willst, mit oder ohne Sprung. Ich mache jetzt ohne. Los geht's. Und wenn du willst, gehst du.
vor, Beinkraft. Genau, und wenn du gehst, dann einmal mit links beginnen und einmal mit rechts beginnen. Du darfst dich wirklich auspowern. Also lockern. Dritte Runde jetzt, oder? Acht haben wir. Schütteln, nie ganz stehen bleiben zwischendurch. Los geht's. Du kannst auch schneller werden. Vierte Runde. Gehe ich wieder. Gehen, gehen. Los geht's. Ich mache wieder langsamer mit dir. Aber es darf schon fordernd sein. Okay. Wie viele Runde? Fünfte jetzt. Los geht's. Gleich die sechste. Und los geht's. Okay. Lockern. Los geht's. Mitte angespannt. Okay. Eine noch. Lockern. So, bleib in Bewegung. Jetzt kommt halbe Minute Pause. Unsere nächste Übung dann. Und die kannst du so machen. Also die nächste Bewegung, entweder tippst du nach hinten oder du machst einen Sitzer. Ganz schnelle, kleine Bewegung. Okay? Achtmal. Ab jetzt. Also kleine, schnelle oder wirklich nach hinten tippen. Komm, 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 komm. Denk mal an die Bauchspannung. Pause. Dann wieder oder du tippst nach hinten. Ich mache wieder die einfachere Version. Tipp nach hinten, so schnell wie du kannst, oder springe. Also power dich so aus, wie du möchtest. Und wie du dich wohlfühlst vor allem. Pause. Dritte, oder? Dritte Runde. Spannung, Spannung, Spannung.
Und nie ganz stehen bleiben zwischendurch. Immer so ein bisschen weiter bewegen. Vierte. Komm, komm, komm. Rück nochmal so wie gerade eben. Oder mit mir. Locker. Gleich die fünfte. Los geht's. Gleich kommt die sechste. Geht noch. Komm, komm. Oder Sprung. Noch die siebte. Ruhig was trinken zwischendurch. Und los geht's. Drei Sekunden. Okay. Und eine letzte. Gib alles. Okay. Oh, locker aus. Schüttel dich aus. Nächste Runde. Ich zeige dir gleich, was wir machen. Wir kommen nach unten. Du kannst dir auch gern Kissen unter deinen Knien gleich mal holen, wo du unter die Knie legst. Hände sind breit auseinander. Dein Gesäß setzt du nach hinten. Komm gleich runter. Und versuch vorne deine Brust Richtung Boden zu nehmen und drück dich wieder hoch. Also komm zurück vor. Möglichst schnell. Und Kopf in Verlängerung, eine Wirbelsäule. Du kannst auch deine Knie strecken, natürlich. Und Pause. Was du auch machen kannst, wenn du von hinten kommst, springen und landen. Also zurück, Sprung und landen. Und los geht's. Zweite Runde, ja? Mit oder ohne Sprung. Ausatmen, wenn du hochkommst. Lockern. Auslockern. Nach vorne kommen. Dritte Runde und los geht's. Lockern. Handgelenke auch zwischendurch. Jetzt noch eine Runde genau so und dann eine kleine Variante nach außen und los geht's. Wenn es nicht mehr geht, mal pausen. Okay. Nächste Runde jetzt die Hände eng und die Ellbogen nah an den Körper. Also mehr für den Winkelarm.
vor, an den Körper ran und wieder hoch zurück. Geht das? Der Trizeps. Geh nur so tief, dass du auch gut wieder hochkommst. Okay. Auslockern, schütteln. Gleich die sechste Runde, oder? Und los geht's. Möglichst schnell. Okay. Zwei Runden noch, wenn du kannst. Nach vorne und los geht's. Ausatmen. Eine letzte. Allerletzte. Und los geht's. Die letzten 20 Sekunden. Bauch festmachen. Und auslockern. Auslockern, hinsetzen. Ich zeige dir unsere nächste Übung. Dazu kommen wir. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit. In die Rückenlage. Hände gehen hinter den Kopf. Ellbogen ein Stück nach vorne, nicht zu weit. Halte mindestens Faust zwischen Kinn und Brustbein. Und jetzt gehst du Brustbein Richtung Knie. Nicht zu weit drehen. Bist bereit? Und los geht's. Hoch und dann wechselst du. Also hoch. Schräge Bauchmuskeln. Beine können auch kleiner bleiben, wenn es gar nicht geht. Zieh einmal rechts, einmal links dein Knie Richtung Brustbein. Einfachere Variante, okay? Okay, Pause. Also gern die Füße unten aufstellen, dann im Wechsel die Knie hochziehen. Bereit? Zweite Runde. Leicht mitdrehen. Lösen. Ich mache jetzt mal die einfachere Variante mit. Bereit und los geht's. Also kannst du auch hier Richtung Knie. Drücke den Kopf so ein bisschen in die Hände. Kopf in die Fingerspitzen, dann tust du dir leichter im Nacken. Okay, lockern. Wenn du möchtest, mach genauso weiter. Nochmal. Bauch fest und los geht's. Vierte. Noch vier Runden. Puh. Einfach zur einfachen Variante wechseln, wenn es ist. Fünf. Weiter geht's. Sechs. Und los geht's.
2 Runden noch. Ich hoffe, du spürst morgen deine Bauchmuskeln. Nicht nur die Bauchmuskeln. Los geht's. Vielleicht mal in der einfachen Version. Alles gut. Halte immer noch Platz zwischen Kinn und Brustbein. Und denk dran, dass du nicht zu weit drehst, sondern nach oben gehst. Okay, letzte Runde. Alle Kräfte sammeln und anheben. Los geht's. Letzten Sekunden. 3. Und nach oben kommen. Kurz mal locker drüber hängen, entspannen. Sehr, sehr gut. Und komm eins weiter zur Seite. Noch nicht ganz aufstehen, erstmal auf die Füße, Hände. Stütz dich auf die Oberschenkel und komm Wirbel für Wirbel ganz langsam nach oben. Richte dich auf. Sehr fleißig. Du merkst schon, es muss gar nicht so lang sein, um sich voll auszupowern, oder? Aber du kannst ja immer mitmachen, wie es geht. Lass locker. Morgen gibt es Cardio-Training. Nochmal einatmen, lang werden. Ausatmen, lösen. Einatmen, Länge. Bleib mal da, fass dein rechtes Bein, Knie zusammen, drück den Fuß in die Hand. Po fest. Bis du hier vorne den Hüftbeuger spürst. Sehr gut. Dann löse Kreuz hinten mit der Außenkante. Und wenn rechts hinten ist, der rechte Arm zieht dich nach links, die ganze Seite strecken. Wieder lösen. Andere Seite. Erstmal Knie. Zusammen, Fuß in die Hand drücken, Oberschenkel Vorderseite. Trink jetzt auf jeden Fall viel Wasser oder leichte Saftschorlen, Tees. Wieder zurück, nach hinten kreuzen, Außenkante kreuz, zieh deine linke Körperhälfte ganz lang. Löse auf, fleißig, lass locker. Atme ein, mach dich lang. Atme aus, schüttel dich aus. Noch einmal ganz tief ein. Strecken, ziehen und mit dem Ausatmen ausschütteln. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön, fleißig. Wenn es dir gefallen hat, natürlich freue ich mich über ein Gefällt mir, über einen netten Kommentar. Du findest die ganze Reihe da oben bei dem Infopunkt im Eck. Oder auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists unter 21 Tage schnell und effektiv abnehmen. Wenn du möchtest, sei ganz einfach morgen dabei, Cardio-Training. Kannst natürlich auch jedes andere Workout machen. Ich freue mich immer, wenn du dabei bist. Lade noch jemanden ein, sich mit uns zu bewegen. Wenn du Lust hast, kannst du meine Arbeit unterstützen. Vielen Dank auch an alle, die es bereits tun. Der Link wäre unter dem Video, da steht deine Unterstützung in den Beschreibungen. Wenn du da draufklickst, dann könntest du auswählen, ob du mich monatlich mit zum Beispiel 2,50 Euro unterstützen möchtest oder 5 Euro oder 10 Euro oder 20. Was es dir halt wert ist. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Freue mich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!